Hallo und herzlich willkommen zum Conncast News Podcast März 2018, in dem wir über die News reden, die im Februar passiert sind. Ich bin Lasse, heute kein Philipp, ausnahmsweise mal, aber dafür ist wie immer an meiner Seite der gute Olli. Hallo Olli. Ja, hallo und liebe Grüße an dieser Stelle an Philipp und natürlich auch an euch, liebe Hörer. Und wieder mit dabei Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Schöne Grüße in Urlaub, Philipp. Genau. Die News im Februar 2018, die nicht sonderlich zahlreich waren, aber dafür können wir mit etwas sehr Interessantem einsteigen, denn der gute Kevin, unser Stargast, und Olli waren in Berlin bei den Oxygen Studios, wo Episode 1 Synchronarbeiten stattgefunden haben. Und ich würde mal sagen, Olli, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie das so war. Ja, genau, dann fange ich mal direkt an. Also es war auf jeden Fall wirklich super. Wie gesagt, ich war mit Kevin, der heute leider auch nicht mit dabei ist. Also auch liebe Grüße an Kevin. Vielen Dank, dass du mich mitgenommen hast. Ja, das war wirklich eine super Erfahrung für mich. Ja, wir wurden, wie gesagt, von Oxygen Studios eingeladen, dort bei der Synchronisation von Episode 1 dabei zu sein, was ja dann demnächst halt bei uns auch zu sehen sein wird im Kino und dann auch auf Blu-ray und DVD. Und ja, war schon mal sehr spannend. Es ging natürlich, da es in Berlin stattfand, recht früh los für uns beide, weil es halt um 9 Uhr gestartet hat. Für die war es ein ganz normaler Arbeitstag. Und deswegen sind Kevin und ich halt jeweils um 5 oder 4 halt also recht früh aufgestanden und haben uns dann in den Zug gesetzt und sind dann halt zu Oxygen Studios gefahren, wurden dann dort dann auch gleich von den Mitarbeitern freundlich begrüßt und auch Karin Lehmann, die Dialogbuchautorin, welche wir ja schon öfter bei Conan ja begrüßen durften, weil sie ja öfter die Regie schon übernommen hat. Sie hat uns halt auch freundlich aufgenommen und uns dann quasi das Studio gezeigt, wie das so aufgebaut ist. Und dann im Prinzip ging es dann auch schon gleich los. Und dann wurden die Sprecher sozusagen, hatten sie so einen Zeitplan gemacht, welcher Sprecher wann kam. Und ja, die kamen dann halt so nach und nach rein und dann wurden die Takes entsprechend aufgenommen. Es war halt so, dass am letzten Tag, wir waren am Freitag dort, das ist der letzte Tag quasi gewesen, wo die letzten Restvertonungen der Episode stattfanden. Deswegen waren dort halt auch überwiegend nur Ensemble, also Mengensprecher zu hören, die sozusagen im Hintergrund die Gäste der Achterbahn sprachen oder die Polizisten, die halt keinen bestimmten Namen haben oder halt, wie wir ihn noch kennen, da den Anfang der Szene, wo sie in diesem Haus da waren, wo Shinichi Kudo den Fall da gelöst hat, da haben einige Leute halt, die da mitgesprochen haben, die haben sie gesprochen. Und ja, das war schon mal sehr interessant, weil halt wirklich, man achtet halt in der Regel gar nicht so, was so im Hintergrund passiert. Und es war auch wirklich so, dass Karin jeden kleinen Dialog quasi synchronisiert hat lassen und dann gesehen hat, hier da hinten rechts, da spricht noch einer, der sagt jetzt den Satz. Und teilweise gab es auch gar keine deutsche Übersetzung, sondern einfach nur, ja, du bist jetzt Polizist, dann, du suchst jetzt hier nach einem kleinen Jungen, es gibt keinen Text, improvisier mal. Und dann hat er wirklich das so stark rübergebracht, als wenn er wirklich da, ja, diesen Jungen gesucht hat. Also man konnte sich sehr gut darin einfinden. Und ja, Karin Lehmann hat halt auch, ja, ich sag das mal so, keine Kosten und Mühen gescheut, auch wirklich viele oder fast alle alten Sprecher, die wir sozusagen kennen aus Conan, auch zu rekrutieren. Zum Beispiel wäre da halt auch zu nennen, den, welchen wir auch gesehen haben, den Sprecher von Yusaku Kudo, Herrn Thomas Petro, der ja schon lange nichts mehr synchronisiert hat bei Conan. Das letzte Mal in Film 6, welcher ja schon einige Jahre her ist bei uns. Und ja, jetzt kommt er in Episode 1 nochmal vor für 2 Takes, ganz kurz, aber sie hat ihn trotzdem bekommen und gesagt, hier, du musst unbedingt widersprechen. Genauso wie auch die
Aiko, die Freundin der Täterin, die wir ja auch nur aus Episode 1 quasi hören, aber sie hat es, wie gesagt, wirklich geschafft, da fast alle alten Sprecher zu rekrutieren und deswegen können wir uns da auch wirklich sehr, ja, spannende Elemente quasi freuen und ja, es war für mich auch schon mal eine sehr nette Erfahrung, das quasi so zu sehen, wie die Arbeit so abläuft. Und ja, ich freue mich schon wirklich sehr darauf, den Film dann in Deutsch im Kino auf Blu-ray, auf DVD dann auch zu sehen, weil das natürlich schon mal einen kleinen Vorgeschmack gegeben hat, zu dem ich hier jetzt natürlich nichts weiter sagen darf. Ja, abschließend möchte ich dann nochmal sagen, ja, es war ein sehr interessanter Tag. Bis 15 Uhr waren wir im Studio, konnten den Sprechern bei der Arbeit zusehen. Und ja, Kevin war danach dann noch mit Michael von M Anime kurz unterwegs. Da war ich dann nicht mehr mit dabei. Ja, und ich möchte mich dann auch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Karin Lehmann, Kira und Saskia von Oxygen Studios bedanken. Auch bei Kase, also Cecile und Janine, weil sie uns dieses Erlebnis ermöglicht haben. Und ja, es war wirklich wunderbar und faszinierend. Und ja, ich hoffe, wir können auch nächstes Jahr wieder bei irgendeinem Projekt mit dabei sein. Ja, ich glaube, der Dank, der da an Karin Lehmann und die Oxygen Studios geht, kann gar nicht genug sein dafür, dass sie uns immer wieder ermöglichen, Synchronarbeiten zu besuchen. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit bei weitem. Noch eine kleine Anmerkung, nur weil ich weiß, dass es in den Kommentaren vorkommen wird, deswegen jetzt nur mal kurz. Thomas Petro hat natürlich, auch wenn Yusaku nicht mehr vorgekommen ist, in Film 19 den Charlie, diesen amerikanischen Polizisten, synchronisiert. Ah ja, Das heißt, da war er vor, naja, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, aber vor nicht allzu langer Zeit doch schon mal wieder bei Con dabei. Das heißt, zwischenzeitlich hat sich Karin Lehmann zwischen Film 6 und da also auch schon mal die Telefonnummer wieder sichern können, falls er umgestiegen ist. Ja, das größte, fast mehr als die Synchronarbeiten selbst, wurde natürlich mit von der Fangemeinde mit Interesse aufgenommen, dass eben Kase für die Synchronarbeiten auf ein anderes Studio als ihr übliches TV-Synchron setzt, nämlich Oxygen Studios, die ja auch mit Magic Kaito 1412 gute Arbeit geleistet haben. Dass das jetzt passiert ist, und da haben sich ja schon einige Leute gefragt, Kase, findet da ein Umdenken statt? Und das haben sich dann Leute noch ganz viel doll mehr gefragt zu einer anderen News, zu der wir gleich noch kommen. Erstmal gehen wir aber in den Anime-Deutschland-Bereich. Sind wir bei ProSieben Max. Da hat ja die Filmreihe nach Film 10 erstmal pausiert. Kase hat aber gesagt, es geht weiter, und jetzt, was auf Kase hat das gesagt, ProSieben Max hat gesagt, es wird weitergehen. Und jetzt haben wir auch ein Datum, nämlich den 6. April. Dort können wir auf ProSieben Max Film 11, die azurblaue Piratenflagge, im Fernsehen bewundern. Was danach kommt, weiß man nicht, aber vermutlich werden noch ein paar Filme mindestens kommen. ja, der Erfolg hat ja gezeigt, dass das auf jeden Fall eine gute Idee ist, weiter mit Detektiv Conan Filmen zu machen. Die Quoten, die waren ja wirklich sehr stark. Da konnten dann zum Beispiel die Gintama-Filme, die auch gezeigt wurden, jetzt die letzten Wochen, nicht ganz anschließen an diesen Erfolg. Deswegen ist es eine schöne Nachricht, dass man sich da entschieden hat, oder wahrscheinlich auch eine gute wirtschaftliche Entscheidung für ProSieben Max, die da zumindest den Film 11 zu zeigen und hoffentlich auch die weiteren. Was war damals bei RTL 2 nochmal der letzte Film, der gezeigt wurde? War das Film 13? Ich meine, es war Film 13, ja, aber ich bin mir auch unsicher. Ich habe das im Kopf, ja, ich habe das auch im Kopf, dass es Film 13 gewesen sein müsste. Also so Film 14, 15 müsste ja eigentlich drin sein, dass wir da hinkommen und dann zur TV-Erstausstrahlung quasi hinkommen. Vielleicht will ProSiebenMax es auch, dass sie sagen können, das ist dann TV-Premiere in Deutschland. Dass es wirklich noch nie vorher gezeigt wurde. Wäre natürlich auf jeden Fall zu hoffen für ProSieben Max, wie gesagt. Wobei es war eh eine TV-Premiere war, weil sie ja die Blu-ray, also wenn man so will, weil sie eh Blu-ray-Version gezeigt haben, die es ja so auch noch nicht zu sehen gab. Ne? Also könnte man sagen, oh, es gab schon eine TV-Premiere, aber es ist natürlich recht. Wenn man natürlich weitergeht als die RTL2-Ausstrahlung, dann ist es die Free-TV-TV-Premiere. Ja. Wurden denn die Filme diesmal auch wirklich ungeschnitten gezeigt? Es gab ja damals bei RTL 2 die
Sache, dass sie da einiges bei den Filmen rausgenommen hatten, warum auch immer. Weiß man da? Also habt ihr die Filme gesehen? Könnt ihr das zufällig sagen? Also mir sind zumindest keine Schnitte bewusst gewesen. Ich habe ein paar Filme geschaut, und da ist mir da jetzt nichts groß aufgefallen, dass da jetzt irgendwelche Schnitte durchgeführt wurden. Und auch aus Jugendschutzgründen wäre das ja auch nicht erforderlich, weil es ja auch im Abendprogramm lief tatsächlich. Ja, allein, dass es nicht in zwei Teile aufgeteilt wurde, ist ja schon mal Anzeichen dafür, dass es nicht die RTL-2-Fassung ist. Ja, das war auch so nervig. Ja, ich weiß gar nicht, also ich glaube, das wäre dir aufgefallen, Johannes, weil die RTL-2-Fassung, da hat man ja wirklich das Bild teilweise schwarz-weiß gemacht, hat Szenen rangezoomt und Standbild gehalten, während im Japanischen eine Kamerafahrt da war, halt über eine Leiche zum Beispiel. Aber die war, diese Szenen, die waren, glaube ich, da. Also da hatte ich, glaube ich, sogar zu gelesen, dass sie da waren. Solche Sachen. Also da hat man keine Schnitte durchgeführt. Wobei ich sagen muss, ich habe es auch nicht im TV geschaut, sondern in der Mediathek. Also, aber ich gehe mal da stark davon Ich aus, dass denke, es im irgendwie mal, TV das wird das Gleiche das sein, gleiche ja. sein Also wird, ja. wenn sie diese RTL2-Schnittfassung, ich glaube, dann wäre das Con-Internet explodiert, wenn Ja. das hätten wir, glaube ich, Nee, nee. mitbekommen. Das hätten sie sich auch nicht getraut, nee. Nee, wie gesagt, Abendprogramm besteht ja auch überhaupt kein Grund dazu. Dann kommen wir jetzt zu einem etwas moderneren Film, nämlich Film 21. Der purpurrote Liebesbrief hat jetzt ein Erscheinungsdatum in Deutschland, nämlich der 28. September 2018 ist der Release der Blu-ray und DVD-Version. Davor, wie schon bereits bekannt, am 27. März gibt es im Rahmen der Kasei Anime Nights noch den Film nochmal zu sehen im Kino, diesmal aber mit deutscher Synchronisation. Das heißt, da kann man sich eine Preview holen für den Disc-Release. Und eine Preview auf diese Preview hat uns Kasei natürlich inzwischen auch gegeben, denn sie haben einen Trailer veröffentlicht zu Film 21, was im Prinzip der japanische 90-Sekunden-Trailer ist, nur halt mit Synchro. Und ja, sagen wir mal so, die Reaktion bei uns im Forum und auch in anderen deutschsprachigen Con-Communities war so eher mäßig, im Sinne von, oh Gott, Kase, was macht ihr denn da? Was ist das? Was höre ich da? Was war euer Eindruck von diesem Trailer? Jetzt mal ganz neutral gefragt. Also die beste Szene war definitiv, wo gesagt wurde, wir müssen alles auf eine Karte setzen, und im Hintergrund die Karuke, da Karten rumgeflogen sind. Ja, das war die beste Szene für mich, dass man dieses Wortspiel mit reingebracht hat. Ansonsten, ja, lässt sich natürlich bei den Sprechern das ein oder andere, naja, bemängeln oder fällt dem deutschen Fan auf, der zum Beispiel momentan die Serie auf ProSieben Max verfolgt. Das ist natürlich zum einen das Heiji ein wenig anders klingt, und ja, die Stimme von Momiji Oka, sie klingt dem einen oder anderen auch irgendwie vertraut, als hätte man die schon mal in der Serie gehört. Ja, also ich war, wusste ja nun auch, hatte ja auch schon, wie gesagt, habe ja erfahren, wir haben ja auch darüber berichtet, dass die Sprecher von Heiji und Kasuba im Film diesmal anders sein werden als die bekannten Stimmen, die man ja kennt. Und deswegen, ja, wusste ich zwar schon, dass mich da was erwartet, aber dennoch war es sehr befremdlich, da dann auf einmal ja andere Stimmen zu hören und man. Ja, ich konnte mich nur eigentlich beim ersten Mal jetzt quasi hören, so schon nur sehr schwer quasi eingewöhnen und mir sagen, hey, das war gerade Heiji, der gesprochen hat, oder das soll vermutlich dann die Kasua-Stimme sein. Ja, ich meine, bleibt abzuwarten, wie es dann im Film wird. Man soll sich ja dem nicht ganz komplett verschließen. Immerhin haben wir ja eine Synchronisation bekommen, wie es dann im Zusammenhang im Film wird. Das will. Bleibt abzuwarten, darüber berichten wir bestimmt, stimmt dann später auch nochmal drüber. Also, ich freue mich auf jeden Fall erstmal, dass der Film auf jeden Fall hierher kommt, deutsch synchronisiert wird, dass wir ihn auch im Kino sehen dürfen. Ich denke mal, das wird auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Ja, aber die Stimmenumsetzung muss ich wirklich sagen. Also, ich trauere Heiji und Kazu auf jeden Fall schon hinterher, weil er hat jetzt. Ja gut, nee, er hat ja nicht alle Filme gesprochen, also alle 19 jetzt, aber er war ja in vielen Filmen zu hören und von daher kennt man seine Stimme, man weiß, wie er spricht und ja, jetzt nochmal eine andere Stimme zu hören, ist nicht ganz so glücklich gelaufen, aber
Ja. Ich finde ja bei diesem Trailer, dass, also Casio ist auch ungewöhnt, obwohl es ja mit Manja Döring, die eine alte Sprecherin aus der Serie ist. Das war so eher so ein bisschen, ja, muss ich irgendwie erst dran gewöhnen, aber ich finde, dass Oliver Bender als Heiji war nicht nur einfach ungewohnt, sondern ich finde, die Stimme war innerhalb des Trailers, auch von der Tonabmischung und der Technik und auch von der schauspielerischen Leistung, in Anführungszeichen jetzt, sehr, irgendwie sehr deplatziert. Ich finde, das hat da fast nicht reingepasst, wie das da irgendwie draufgepropft wurde mit seiner Stimme. Das war für mich das größte Fremdelement. Also wo du es ansprichst mit der schauspielerischen Leistung, das ist mir auch aufgefallen. Also es wirkte so, als wüsste er nicht, wie man, ob dass man da, also er hatte irgendwie so überemotional dann quasi synchronisiert, wie man das ja so tatsächlich so aus Zeichentrick oder auch dem einen oder anderen Anime tatsächlich so kennt. Aber ich finde, das passt auf jeden Fall zu Detektiv Conan, der ja eher sachlich ist und das nicht so übertrieben dargestellt haben möchte. Finde ich das schon, fand ich es auch ein bisschen schwierig, was das angeht. Wobei ich sagen muss, bei Kasua fand ich da jetzt nicht so schlimm, dass da der Sprecherwechsel war, weil man halt die Stimme auch noch relativ gewohnt ist, sage ich mal, aus der Serie. Oder dem Film, Ja, ja. eine Serie. Aber nee, ja, wie gesagt, für mich ist das auch nochmal ein Unterschied zwischen der neuen Stimme von Heiji und der neuen Stimme von Kasua. Und das ist die News, die ich vorhin so angedeutet habe, nämlich, dass jetzt Leute sagen so, ah, TV-Synchron, können wir die jetzt nicht mehr endgültig entsorgen von der Conan-Lokalisation und komplett Casey auf Oxygen Studios setzen lassen. Und ich muss sagen, dieser Trailer hat diese Forderung bei mir auch so ein bisschen bestärkt. Also ich werde mir. Also ich weiß gar nicht mehr. Viele Fans, ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass sie jetzt sagen, puh, also den Film gucke ich mir nicht mit deutscher Synchro an. Ich werde ihn vermutlich kaufen, aber nicht mit deutscher Synchro angucken. Und den Kinotermin habe ich jetzt auch erstmal gestrichen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt auch den Kinotermin und sowas streichen würde, aber. Positive Werbung war dieser Trailer auf keinen Fall. Weder für die Veröffentlichung in meiner Meinung und auch nicht für die Arbeit von TV-Synchron. Ja, man muss ja halt dazu sagen, das haben sie ja nicht gemacht, um die Fans zu ärgern, so, da stecken ja auch irgendwelche Gründe dahinter. Insbesondere war das nicht mehr der Doppelbelastung aus Episode. Nee, naja, der Sprecher stand ja nicht zur Verfügung, so war es. Und ja, was will Kase da machen, ne? Also man kann ja dann auch schlecht sagen, als irgendwie profitorientiertes Unternehmen, ja, dann, ach, der eine Sprecher, der fehlt jetzt noch, jetzt müssen wir diese ganzen Vorgänge halt, können wir die nicht abschließen, wir warten noch und bis der da mal bereit ist, das macht natürlich aus wirtschaftlicher Sinn nicht so viel Sinn. Also da kann ich da irgendwie Kase auch schon verstehen. Naja, aber das Problem ist ja erst entstanden, weil Kase ja unbedingt Film 20 und Film 21 zur gleichen Zeit synchronisieren wollte in einem Rutsch. Ja, gut, das auch halt aus wirtschaftlicher Sicht, um Kosten zu sparen, ne? Ja gut, aber man hätte natürlich den Sprecher noch für seine Takes dann separat nochmal holen können. Weil er war ja durchaus bereit, nur hatte gerade da Dragon Ball Super war das, glaube ich. Ja, genau. Da hat der Wiz synchronisiert. Ja. Und er wäre ja, nach dem, was ich gelesen habe, bereit gewesen zu sprechen, wenn es halt nicht so mit den Terminen kollidiert wäre. Ja. Aber allgemein, TV-Synchron, der Ruf ist schlecht, die Fankritik wird immer lauter, jetzt vor allem auch, wo eine positive Alternative sich immer mehr aufdrängt und auch eben jetzt nicht nur von Peppermint Anime genutzt wird, sondern auch von Kaze Anime mit den Oxygen Studios und. Jetzt gilt es halt zu schauen. Film 21 Synchro und die Episode 1 Synchro. Vielleicht guckt jetzt auch Kase da verschärft drauf und hat es vielleicht so ein bisschen extra gemacht, um mal auszuprobieren, wer da irgendwie eine bessere Leistung bringt. Man weiß es nicht. Das kann natürlich auch sein, ja. Zumal man bei Oxygen Studios, da war ja jetzt auch so der Fall, das hatte Kevin ja schon angedeutet, dass die meisten Sprecher erhalten geblieben sind. Also ist jetzt auch nicht der Fall, dass es heißt, ah, der Wechsel vom Synchronstudio hat auf einmal zur Folge, dass auch alle Rollen neu besetzt werden müssten oder so. Was ja vielleicht noch eine große Angst gewesen wäre. Aber es hat ja Episode oder wird Episode 1 zeigen, dass das nicht der Fall ist. Ja, wie gesagt, die Gefahr ist wahrscheinlich eher, wenn man bei TV-Synchron bleibt, weil es gibt ja schon einige Sprecher, die sich ja auch nicht scheuen, das öffentlich zu sagen, dass sie sich weigern, mit TV-Synchron zusammenzuarbeiten einfach.
weil ihm die Arbeitsbedingungen und die Zahl, wie TV-Synchron das mit dem Lohn regelt, nicht gefällt. Und diese Gerüchte kommen ja nicht von ungefähr. Und wie gesagt, es gibt auch Synchronsprecher, die das halt offen kommunizieren. Sie sagen, nee, danke. Und vermutlich ist da eher die größere Gefahr, wenn man bei TV-Synchron bleibt. Gut. Wir wünschen uns natürlich alle das Beste für die Serie. Eine Kontinuität der Sprecher, ne? Also Ja. das macht ja, geht ja Hand in Hand zusammen. Richtig. Gut, dann kommen wir doch noch mit einem Punkt zum Manga in Deutschland. Dort gibt es jetzt nämlich bald den Kogoro Mori Sonderband. Und jetzt hat Egmont Manga ein Gewinnspiel-Abstimmung gestartet, wo die Fans den Titel bestimmen können des Sonderbands zu Kogoro Mori, nachdem jetzt ja mit Ran kommt Karat und Orchideen. Und jetzt kommt der Kogoro Mori Sonderband. Und er könnte heißen Best of Kogoro Mori, der schlafende Kogoro, Schlaf und Sühne oder Aufgewacht, Kogoro Ausrufezeichen. Was ist euer Favorit? Ich würde mich also entweder Best of Kogoro Mori oder der schlafende Kogoro. Die anderen beiden Titel finde ich, das ist irgendwie wieder so ein bisschen, irgendwie da will Egmont irgendwie so ein bisschen zu clever sein, finde ich. Irgendwie so, das ist so wie dieses typische, irgendwie so, es ist ein bisschen fancy der Titel, nicht so Standard irgendwie, Selection und so, aber oh. Ja, also ich muss auch sagen, also schlafende Kogoro, ja, das wird noch, trifft ja am ehesten zu, fände ich am besten. Schlaf und Sühne, weiß nicht, also sehr poetisch für Kogoro oder, und aufgewacht Kogoro. Naja, er ist der schlafende Kogoro, warum soll er aufwachen? Naja, also Best of, damit kann man eigentlich nicht viel falsch machen mit der Bezeichnung und der schlafende Kogoro also als Titel ist dann bestimmt auch, würde ich mich auf jeden Fall auch noch mit anfreunden können. Ja, würde ich auch sagen. Also ich schwanke noch so zwischen Best of Kogoro Mori, das ist halt so der Standardtitel, den man nehmen kann, weil Best of Fallauswahl und es geht um Kogoro Mori. Sagt eigentlich alles, was man wissen muss. Ja, aber der schlafende Kogoro wäre halt auch so, ja, wäre mal eine Alternative quasi so. Und es ist ja sein Titel im Manga und würde ja daher eigentlich auch perfekt passen. Von daher denke ich mal, es wird auf einer von den beiden hinauslaufen. Und die anderen beiden, ja, sind jetzt auch, wie gesagt, nicht sehr passend dafür gewählt. Naja, ihr habt ja Zeit zu entscheiden. Es läuft noch bis 12. März. Könnt ihr bei Egmont Manga die Umfrage teilnehmen, beziehungsweise und da euren Titel, euren Wunschtitel mit auswählen und dann habt ihr die Möglichkeit, da ein paar Manga-Pakete zu gewinnen. Genau. Entsprechende Links und alles findet ihr in der News auf unserem Newsblog dazu oder eben bei egmontmanga.de. Das ist damit dann auch erstmal der letzte bisher angekündigte deutsche Sonderband, wo ich sagen muss, ist jetzt auch gut, Egmont, wenn das jetzt erstmal der letzte bleibt. Ansonsten steht uns ja ein sehr volles Jahr demnächst ins Haus an Manga-Veröffentlichungen aus dem Hause Egmont. Da können wir uns sicherlich schon auf einiges freuen. Dann die spoilerfreie Zone, wo es nur was ganz Kurzes gibt zu Film 22. Nämlich, es sind auf Twitter-Profilen von Social Media sehr stark verpixelte und schlecht qualitative ein 16-Sekunden-Clip von einem möglichen langen Trailer zu Film 22 erschienen, in dem man nicht sonderlich viel sieht oder beziehungsweise man weiß auch nicht, ob es der Ausschnitte aus dem langen Trailer sind oder ein neuer Kurztrailer. Jedenfalls, man sieht das übliche, Kon und Amuro, Skateboard, Amuro fährt rum, macht irgendwie ein bisschen Martial Arts und der Satellit vom Poster schwebt im Weltraum und Kuruda existiert. Ja, ich behalte jetzt schon immer in den letzten Tagen die ganze Zeit den Twitter-Account und die Website von den Kon-Filmen, die haben dafür eine separate Social-Media-Präsenz, im Auge, falls jetzt im Zuge dessen mal der 90-Sekunden-Trailer, also der vollständige Trailer vor Release veröffentlicht wird. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist dies noch nicht passiert. Das heißt, wenn es jetzt ganz blöd läuft, kommt er morgen nach der Aufnahme und also ein paar Tage vor der Veröffentlichung dieses Podcasts.
Das ist dann blöd gelaufen für uns, aber das ist aktuell haben wir halt nur ein paar Fetzen und dementsprechend nicht sonderlich viel zum drüber reden. Leider. Ansonsten Film 22, ja, Merchandise kommt in Japan extrem viel. Figuren, Sticker, Poster, alles Mögliche, die Maschine rollt. Und es gibt auch ein paar Zeichnungen von Gosho Aoyama, die schon Sunday verlost im Zuge des Films, aber sonderlich viel zu berichten gibt es darüber jetzt nicht, im Gegensatz zum Anime in Japan, zu dem wir jetzt kommen. Dort haben wir heute drei Episoden zu sprechen. Einmal den Mystery Tour Zweiteiler, Bakumatsu Revolutions Mystery Tour und einen weiteren einteiligen Film. Und ich würde mal sagen, Olli, fang du mal an mit der Mystery Tour. Ja, die Mystery Tour ist gestartet. Wie jedes Jahr in Konnen gibt es ja eine Mystery Tour, wo wir ja verschiedenste Orte bereisen und dann dort die Sehenswürdigkeiten ja, sehen, also Ausschnitte davon, und halt auch ein Fall ereignet sich dann dabei. Ja, diesmal geht es nach Yamaguchi und ja, zwar wirklich, weil wir gleich am Anfang sozusagen sehen, wie Kogoro, Ran und Conan im Zug nach Yamaguchi sitzen, weil Kogoro von einem Brief von einem gewissen Kurataya Komakichi bekommen hat. Und ja, der lädt ihn quasi ein, nach Yamaguchi zu kommen, weil er ihm dort irgendeinen Schatz geben möchte. Und wir kennen alle Kogoro. Wenn es ums Geld geht, dann ist er dabei. Ja, und deswegen, weil Ran und Conan ihn da nicht alleine hinfahren lassen wollen, fahren die halt mit. Und am Bahnhof angekommen, treffen sie dann auf Asuka Natsume, die halt eine Internet-News-Seite betreibt und daher auch Kogoro sofort erkennt und fragt ihn dann gleich, ob er in dem Fall nach Yamaguchi gekommen ist. Und er will erst eigentlich alles ausplaudern, aber Ran erinnert ihn daran, dass Diskretion, Detektiv und so, es wäre nicht schlecht. Und deswegen sagt er, nein, wir sind nur zum Sightseeing hier. Und dann bietet sie ihn an, ihn halt herumzuführen. Und das nutzen sie dann halt. Und dann gehen sie in den Kosan Park. Und da sehen wir dann halt auch gleich so die für die Mystery Tour typischen Elemente, dass wir halt da ja eine Pagode sehen, Statuen, die Landschaft, wie das da so ein bisschen aussieht. Ich kann es nicht beurteilen, ob es in echt auch so aussieht. Ich war leider noch nie da. Wenn jemand von euch da war, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und dann, ja, als sie dann damit fertig sind, ja, plaudert Kogoro doch aus Versehen aus, dass er halt diesen Brief bekommen hat, und dann erschreckt seine Begleitung dann, bittet ihn dann zu warten in diesem Haus, wo sie gerade Pause machen, und kommt nach einer Ewigkeit auch nicht wieder, aber dafür zwei Polizisten, die nehmen Kogoro fest, wollen ihn mit aufs Revier nehmen. Er versucht sich dann irgendwie loszureißen, fällt dann fast runter und die werten das als Fluchtversuch, nehmen ihn fest, mit aufs Revier. Er wird dort verhört und erfährt dann, dass er als nicht als Hauptverdächtiger, sondern als Verdächtiger in einem Raubüberfall gesucht wird, weil nämlich dieser Kurataya Komakichi, das war einer, der hat da in der Gegend einen Überfall begangen und ganz viele wertvolle Goldmünzen geklaut. Und deswegen denken die jetzt, Kogoro will sich mit dem treffen, von dem den Schatz erhalten. Ja, das ist auf jeden Fall sein Komplize. Nachdem das Ganze dann aufgeklärt werden konnte, bietet Kogoro dem Polizisten seine Hilfe an, mit zu ermitteln, was aber der Hauptkommissar dort ablehnt und sagt, er ist ein Amateur, die brauchen ihn nicht. Kogoro ist daraufhin so gekränkt, dass er halt doch selbst Ermittlungen anstellt. Und dann, ja, versuchen sie quasi hinter das Geheimnis des Raubüberfalls zu kommen, diese Münzen da zu finden, reden dazu mit allen möglichen Verdächtigen, unter anderem auch mit dem Kaffeebesitzer halt, der von dem Täter angegriffen wurde. Und ja, während der Ermittlungen wird es teilweise sehr gefährlich für die drei, denn sie werden von dem Täter, der halt eine altertümliche Pistole hat, nachbauen lassen, von einem
Verdächtigen, der zurzeit im Gefängnis sitzt. Der macht quasi Jagd auf sie und versucht sie zu erschießen und ja, lauert den immer wieder auf. Und am Anfang können sie dann dem Ganzen gerade noch so entrinnen. Und ja, später gerät dann auch noch die Newsreporterin, die gerät dann auch noch in die Fänge des Täters und dann müssen sie quasi versuchen, die Aska dann zu retten, weil der Täter sie halt, wie gesagt, erledigen möchte. Und ja, dann beginnt sozusagen ein Wettlauf mit der Zeit, ob es dann gelingt, diesen Täter zu überführen, ob alle mit dem Leben davonkommen oder ob irgendwer sein Leben lassen muss oder schwer verletzt im Krankenhaus landet. Das überlasse ich mal ganz eurer Vorstellung oder eurer, ja, selbst guckenden, wollenden, wie auch immer. Also, falls ihr das sehen möchtet, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Ich würde euch die Episode, ja, oder die beiden Episoden empfehlen, wie eigentlich bei jeder Mystery Tour. Also, es ist halt zum einen wie immer sehr schön, dass man so ein bisschen Einblicke in die Landschaft Japans bekommt und aber eben auch diese, ja, dieses Katz-und-Maus-Spiel und dieses Überleben mit dem Täter. Das ist ja in Conan nicht ganz so häufig. Diesmal ist es halt wirklich, ja, schon was Besonderes, dass er so lebensbedrohlich quasi ist und man sich vor jemandem verstecken muss, der einem nach dem Leben trachtet und das auch nicht nur einmal versucht, sondern halt mehrmals. Von daher fand ich das Ganze recht spannend und ja, wie gesagt, vergebe dann mal eine, ja, was vergebe ich mal so? Ist, ja, es ist ja schon recht besser. Also ich gehe mal so auf 3,5 von 5 Golddublonen. Ja, da würde ich ein bisschen runtergehen tatsächlich. Weil, wie du schon sagtest, mir hat sehr gut gefallen, so dieses Setting und die Geschichte. Also, was eh immer bei einer Mystery Tour ganz cool ist, dass man halt viel über die Orte erfährt, viele Sehenswürdigkeiten so sieht, die es da wohl auch so gibt. Finde ich auf jeden Fall immer ganz cool. Und was mir da halt wirklich gut gefallen hat, dass da auch diese Verfolgungsjagd an dem Schlosspark und sowas, dass da halt auch einfach, oder wo Kokoro in der Pagode verhaftet wird und so. Das fand ich immer ganz, ja, ganz cool, dass man dieses Setting gewählt hat und dass man das so wirklich relativ gut oder sehr gut mit einbezogen hat. Und ja, die Kihei-Tai, und die da gegründet wurde, dass die nochmal angesprochen wurde und dass da wirklich große Geschichte dahinter steckt, das ist natürlich spannend. Aber der Fall selbst, ich muss sagen, da ich hatte direkt, ja, vielleicht war es auch nur Glück, aber ich hatte mir direkt schon gesagt, ja, der ist der Täter, und so war es dann auch. Und da war das alles falltechnisch irgendwie, naja, ein bisschen schwach. Und aber trotzdem ist diese Episode dann halt sehenswert aufgrund der Kulissen, die da sind, aber falltechnisch eher, ja, nebensächlich. Deswegen 3 von 5 Golddublonen. Gut, dann haben wir noch einen Einteilungsfehler, wie gesagt, Episode 893, das Rätsel des berühmten Restaurants, über das uns Johannes noch ein bisschen was erzählt. Ja, so sieht's aus. Olli hatte schon gesagt, Kogoro ist immer so auf Schätze aus und so. Kogoro ist auch auf gutes Essen aus, und das gibt es in einem berühmten Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist. Da macht sich Kogoro ran und Conan direkt auf dem Weg dahin. Das liegt ein bisschen außerhalb der Stadt und an einem See. Und als sie dort ankommen, merken sie, ah, da steht noch ein Auto hier. Es sind wahrscheinlich auch noch andere Gäste, also wir werden das Restaurant wohl nicht für uns allein haben. Und ja, aber als sie reingehen, ist es eine ziemlich komische Szenerie, die sie vortreffen. Wir haben hier zwei Tische. Der eine ist offensichtlich für die drei, die Gäste, also Conan, Kogoro und Conan, vorgesehen. Und der andere Tisch, ja, der ist gedeckt, komplett mit allem Möglichen. Man sieht, ah, da hängt noch die Jacke, da hängt noch eine Tasche, und das Essen, das dampft noch. Es ist irgendwie klar, naja, da haben bis eben gerade, müssen da eigentlich noch Leute dran gesessen haben und dort gegessen haben. Wo sind die denn hin und warum ist hier niemand? Tja, da werden dann, stellt Kogoro die Vermutung an, ja, das ist ja hier wie die Geschichte von Mary Celeste, dem Geisterschiff. Könnt ihr gerne mal Wikipedia nachlesen, wenn es euch interessiert. Ja, da ist nämlich auch die ganzen Besatzung verschwunden,
Und hier fehlen auf einmal auch alle Leute. Und als sie sich noch überlegen, na, das ist ja, kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, hören sie auf einmal hinten in so einer offenen Küche ein Gestöhne. Und dann gehen sie erstmal dahin und finden dort den Besitzer, Eigentümer und Koch blutüberströmt liegen. Und er ist offensichtlich niedergeschlagen geworden. Ja, dann bemerken sie, dass dort ein Zettel, ein mit roter Schrift, steht da Fluch drauf geschrieben. Der ist an der Tür befestigt. Und dann merken sie, ja, das ist ein Verbrechen, ruft sofort die Polizei. Und Kokoro und Conan machen dann diese Tür auf und sie führt halt direkt zum See hin. Und dort sind dann die Fußabdrücke der Gäste, der fünf Gäste, zu sehen. Und sie führen direkt in den See hinein und in dem See selbst finden wir dann auch einige Schuhe und Gegenstände der Leute. Ja, also kommt die Polizei, mit dabei sind diesmal Inspektor Migore, Kommissar Takagi und Kommissar Chiba, Inspektor Chiba. Und ja, sie versuchen herauszufinden, wo denn die fünf Leute sind, was ist mit ihnen geschehen, sind sie getötet worden, sind sie entführt worden. Und versuchen erstmal durch die Befragung des Kochs herauszufinden, was geschehen ist. Er hat aber gesagt, sie haben hier ganz normal gegessen und plötzlich wurde ich beim Zubereitung weiterer Speisen wurde ich niedergeschlagen. Und ja, ich kann Ihnen also auch nicht so viel sagen, wo diese fünf Leute hin sind. Daraufhin versuchen sie dann, finden sie raus, dass sie von einer Trading-Firma sind, dass das alles Mitarbeiter einer Belegschaft sind, die öfter solche Essen machen und also die öfter zusammen essen gehen, zusammen ausgehen. Und können dann anhand von Bildern, die sie auf dem Handy finden, herausfinden, wer wo gesessen haben muss. Und ja, dann stellt Inspektor Schieber einige Nachforschungen an und erfährt, dass ein Manager der Firma, wofür auch diese fünf Gäste gearbeitet haben, gestorben ist, als er die Verantwortung für krumme Machenschaften in dieser Firma übernommen hat. Und dieserjenige ist Manager, der Selbstmord begangen hat, ist verwandt mit dem Koch, der niedergeschlagen wurde. Und das macht daraufhin wollen dann alle zusammen den Koch befragen, stellen auf einmal sein Verschwinden fest. Und es ist ein neuer Zettel aufgetaucht, wo auch Fluch draufsteht. Und ja, wo ist er hin verschwunden? Das versuchen dann die alle zusammen zu ermitteln. Und ob sie es schaffen, ob sie den Koch finden, warum er verschwunden ist, warum die Gäste verschwunden sind, ob sie getötet wurden, tja, das schaut ihr euch am besten selber an, oder auch nicht, um gleich zu meiner Bewertung zu kommen. Ich muss sagen, ich fand den Filler ziemlich schwach. Ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass man sich so versucht hat, so, naja, zumindest als Ideengeber an der realen Geschichte zu orientieren. Ich weiß nicht, also ich fand es auf jeden Fall schlecht, konnte, hab's mir ja angeschaut, aber war nicht so überzeugt, auch von der Fallauflösung dann, was da so alles noch dahinter gesteckt hat und wie der Trick und so gemacht wurde. Das hat mich alles auf jeden Fall nicht überzeugt. Ich fand es eigentlich einen ganz coolen Einstieg, auf einmal so, wo sind die Gäste hin? Und dann erwartet man irgendwie noch, also da ist irgendwie die Erwartung nicht gerecht geworden, was dann mit der Auflösung passiert ist, so und deswegen kann ich hier eigentlich so einen von fünf. Weiß nicht, Gästen kann ich vergeben als Bewertung, aber mehr halt auch nicht. Ja, okay, also ich gebe ein bisschen mehr, muss mich dir aber auch anschließen. Du hast schon wirklich viel ausgesprochen, was ich mir auch so bei meiner Bewertung überlegt hatte, dass das Ganze, wie ich, du schon sagtest, recht interessant begonnen hatte mit dieser mysteriösen Verschwindenheit. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Naja, das. Da halt auf einmal ja die Leute verschwunden sind und das ist halt so auf einer realen Begebenheit oder ob ich weiß gar nicht, ob das real war oder nicht, auf jeden Fall, dass es so diese Verbindung gab und ja, dass man dann quasi rausfinden muss, so was ist denn passiert, wo sind denn die Leute und so. Fand ich doch am Anfang recht spannend, aber dann ja, so im Verlauf der Episode war es dann halt leider doch nicht so das, was man sich am Anfang daraus so selber ausgemalt hat. Ja, dennoch war es dann, gab es noch einige interessante Wendungen sozusagen,
wie man dann sozusagen doch dann die Leute dann am Ende vielleicht findet, was man dann, ja, das mit diesen Fluchzetteln sozusagen, dass man da eigentlich durch diese Zettel auf die Fährte gelenkt wurde, ja, es existiert ein Fluch und der nimmt die Leute mit und keine Ahnung, ja, Aber von da. da muss ich sagen, ich fand es dann aber auch ein bisschen komisch, dass nur Conan sich diese Zettel mal genauer angeschaut hat. Naja. Okay. Ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen in deiner Bewertung, die da Ja, lautet. die anderen haben es so hingenommen. Naja, und von daher nehme ich die Episode auch, wie gesagt, so hin und ja, gehe ein bisschen höher, vergebe aber auch nur ja, 2 von 5 Fluchzetteln. Ja, passt. Darauf habe ich hingearbeitet. Ja, weil, ja, wie gesagt, ich hatte mir echt mehr drunter vorgestellt und ja. Vielleicht wollt ihr euch die Episode auch angucken. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung und sagt, doch, das ist die beste Episode des Jahres, obwohl das ja gerade erst angefangen hat. Meint ihr, die Episode hätte davon profitiert, wenn es ein Zweiteiler gewesen wäre, dass man diese interessante Prämisse ein bisschen ausführlicher hätte behandeln können? Das ist eine schwierige Frage. Also es kommt darauf an, was man noch alles in den Zweiteiler gepackt hätte. Also was man am Anfang ging es natürlich wirklich Schlag auf Schlag. Das hätte man doch noch ein bisschen ausführen können. Das stimmt schon. Und man hat ja sogar noch mal einen Szenenwechsel, wo es dann bei der Aufklärung wieder ganz woanders ist. Hätte das tatsächlich auch in den Zweiteiler packen können. Aber ob es den so sehenswerter gemacht hätte, das weiß ich nicht. Ja, hätte, müsste man abwarten, ob man dann auch gegen Ende sozusagen, ob man das dann da noch ein bisschen spannender gemacht hätte. Weil ja, der Spannungsbogen war ja wirklich Anfang oben und dann ging er runter und ja, blieb da auch. Vielleicht hätte man das in einem Zweiteiler dann noch anders lösen können. Es ist ja, sie waren ja im Prinzip völlig frei bei ihrer Füller-Episodengestaltung. Da hätten sie sich bestimmt noch was einfallen lassen können, also. Ja, man weiß nicht. Wirklich schwierig zu beantworten. Also, ich glaube, habe jetzt keine eindeutige Antwort drauf. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell besser hätte werden können. Ja. Gut, dann sind wir auch schon mittendrin, jetzt im März, denn gestern erschien die benachbarte Schlussfolgerungsshow im Edo-Stil Teil 1 und danach kommt natürlich noch die benachbarte Schlussfolgerungsshow im Edo-Stil Teil 2 in den ersten beiden Märzwochen und dann am 17. und 24. März die Frau mit den weißen Händen Teil 1 und Teil 2, vier Manga-Episoden, die auf Band 92 basieren, den wir ja inzwischen auch schon in Deutschland haben, seit 2 Monaten. Und da ist natürlich jetzt, ich hätte gerechnet, dass jetzt schon langsam die Filler ansetzen, weil wir kommen dem Manga immer, immer näher. Weil wie gesagt, wir sind jetzt mit Band 92 durch, na, dann im März. Band 93 haben wir schon angebrochen mit den Café Poirot-Episoden. Und dann sind im Prinzip nur noch, ja, knapp so 25 Kapitel übrig des Manga, die man adaptieren könnte. Und da Gosho Aoyama sich immer noch aus gesundheitlichen Gründen nicht wieder mit dem Manga-Zeichnen beschäftigen konnte. Also im April wird es dann jetzt spätestens losgehen, denke ich mal. Beziehungsweise vielleicht auch schon im März, denn das waren jetzt 4 Episoden. Der März hat aber dieses Jahr 5 Samstage, doch ja, 31. März, uns liegen da bis Stand jetzt heute Aufnahme keine japanischen Fernsehzeitungen vor oder irgendwelche anderen Magazine, aus denen man den Titel dieser Episode ableiten könnte. Deswegen in der Vorschau für den März erstmal nur 4 Episoden. Ja, ich befürchte, es wird bald gar nicht mehr weitergehen mit der Story, aber immerhin lässt man uns nochmal mit diesem Cliffhanger aus Band 92, Kapitel 980, falls man den Band gelesen hat. Das wird ja dann am Ende von Episode 897 passieren, denke ich mal. Und mit diesem Cliffhanger lässt uns die Main Story dann erstmal ganz lange Monate alleine zurück. Denn wenn wir noch kurz zum Manga-Teil in Japan kommen, den wir im Prinzip auch auslassen könnten, ist der aktuelle Stand: Gosho Aoyama lebt. Er hat, wie gesagt, ein bisschen was mit gezeichnet für Film 22 Promotion. Das sind solche
typischen Zeichnungen von ihm mit Farbmarkern und so. Nichts übermäßig Kompliziertes oder sonst irgendwas, aber tja, er lebt und vermutlich erholt er sich gut. Die aktuellsten Vermutungen sind, vielleicht kommt er so um Ende März, Anfang April, so um Kinostart wieder mit dem Manga, um da irgendwas Synergiemäßiges auf die Beine zu stellen, wenn er dann schon wieder gesund ist. Ja, wir behalten auf jeden Fall die Shonen Sunday im Auge. Die werden das ja bestimmt groß ankündigen, wenn Gosho Aoyama irgendwann zurückkommt. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als erstmal abzuwarten. Angesichts dieser Newslage bleibt uns jetzt auch nichts anderes übrig, als den Concast schon wieder zu beenden diesen Monat. Ja, zeitlich sind wir doch schon auf einen ganz guten Wert gekommen. Ich war zwischenzeitlich, dachte ich, boah, das wird aber sehr kurz diesen Monat, aber am Ende haben wir doch noch was Ordentliches hinbekommen zum Besprechen. Dann verweise ich noch kurz auf unsere üblichen Seiten, connews.org, unser Forum conforum.org, unser Wiki conwiki.org und natürlich die üblichen Social-Media-Seiten, twitter.com/connews, facebook.com/connews. Und das ist jetzt alles, was ich gerade im Kopf habe. Bald macht wieder Philipp die schönen Verweise, dann ist das alles fehlerfrei und noch viel, viel länger. youtube.com/connews. Ja. youtube.com/connews. Ja. Und auf iTunes könnt ihr den Podcast natürlich auch hören. Kostenlos. Natürlich. Wie immer. Dann war es das für diesen Monat. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Sage tschüss. Bis zum nächsten Mal. Jo, macht's gut und habt noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört. Macht's gut, Leute. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.